Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, es geht wieder weiter in die Kapitelmissionen. Wir haben noch eine schwere vor uns und dann eine etwas leichtere. Es ist zwar ein Bosskampf, aber hat eben nur noch 2 Sterne wieder. Deswegen kloppen wir uns hier durch, so gut wie wir können. Hier ist wieder fast alles vertreten, aber vor allem brauchen wir einen Tank und wir brauchen einen Aufmischer. Wir nehmen als Aufmischer den guten Spidey mit. Ein Tank sparen wir uns mal, dafür lasse ich Hank Pym drin, ich möchte euch nämlich was zeigen. Und wir nehmen wieder ein Teamwork mit, irgendjemanden, der wunderbar in unser Team passt. Wir könnten hier, wisst ihr was, wir nehmen den guten Commander Alex mit, der ist nämlich sogar ein Tank und der hat sogar den coolen Captain America. Vielen Dank, Alex, an der Stelle. Vermutlich war das nicht mal gewollt, aber gut, nehmen wir ihn gerne mit, auf geht's. Also gewollt schon, dass er Cap angelegt hat als Cap. Aber also als Captain, ne? Also er hat Captain als Captain angelegt, aber eben, vielleicht war das nicht mal gewollt, dass wir ihn einsetzen. Ne, so, also absichtlich für uns eingesetzt. Aber ich setze ihn dankend ein an dieser Stelle. Ein ziemlich cooles Team, muss ich mal anmerken an der Stelle auch. So, Spidey ist zuerst dran. Spidey greift daran mit Chaperon-Chapäne. Bam! Klasse! Harte Schläge und ich zeige euch, was ich mit Hank Pym gemacht habe. Ich habe mich die Fähigkeiten gewechselt hier offscreen. Wir haben jetzt nämlich Steckstrahl angelegt, weiterhin als erste Fähigkeit. Dann haben wir das hier angelegt. Überladung ist extrem schnell, weil wir nämlich klein sind, ist das 2 Stufen schneller. Normal ist es schnell, aber weil wir klein sind, ist es extrem schnell. Das heißt, wenn wir das einsetzen, sind wir sehr, sehr schnell wieder dran. Und das Ganze macht zuversichtlich, das heißt, der Schaden und die Präzision unseres nächsten Angriffs sind 40% erhöht und auf Stufe 2 macht das sogar auch noch verstärkt. Also ziemlich cool. Aber jetzt brauchen wir das nicht. Jetzt machen wir Steckstrahl. Kostet das überhaupt Macht? Ja, das kostet sogar Macht. Na gut, machen wir Steckstrahl. Außerdem macht uns das Ganze groß. Das heißt, nachdem wir Überladung eingesetzt haben, ist der nächste Angriff extrem stark. So, ich will das mal testen, aber nicht jetzt sofort. Was ist das hier? Erholen und, achso, sehr schnell. Na gut. Wir greifen mal an mit provozierendem Angriff auf B. Und dadurch ziehen wir auch gleichzeitig alle Angriffe auf uns. Ihr merkt, ne, so ein offensiver Schutzangriff ist mir immer ein bisschen lieber als ein defensiver Schutzangriff. Dann spielt sich das Ganze schneller. Im PvP mag She-Hulk vielleicht ganz gut sein, aber, ne, ihr seht, wir sind sehr schnell wieder dran. Und, mit Pym-Partikel auch. Wir machen aber mal erst Pym-Partikel auf uns. So. Und dann greifen wir an mit Sprungspinne auf A. Okay, perfekt. Und dann machen wir das hier auf uns, Überladung, weil wir extrem schnell sind jetzt. Ihr seht es, wie viele Aktionen wir machen können, bevor die Gegner überhaupt dran sind. Und dann greifen wir wieder an mit, was ist das hier? Schildwurf, mächtiges Manöver. Ah ja, gut, das ist sogar super. Und was macht das hier? Auch wieder Vergeltungsaktion aus dem Gleichgewicht. Na gut, wir machen mal Schildwurf. So. Bam, sehr schön. Und jetzt sind wir dran und können eine Aktion machen. Ihr seht es hier, wir sind normale Größe. Weil wir normale Größe sind, macht unsere nächste Aktion mehr Schaden. Moment. Hier stand das eben, ne? Angriffe machen 40% mehr Schaden. Außerdem sind wir inspiriert, haben deswegen alle Werte plus 10% erhöht. Und wir machen 40% mehr Schaden und mehr Präzision mit unserem nächsten Angriff, weil wir zuversichtlich sind. Das heißt, jetzt wird entweder der oder der Angriff, der hier ist wahrscheinlich stärker als der, der Angriff hier wird jetzt extremen Schaden anrichten. Ist zwar nicht schnell, aber dafür extrem stark. So, na gut, 1500, wir haben schon Besseres gesehen, aber wenn man bedenkt, dass wir nicht mehr effektiv sind gegen den Gegner, da kann man schon einiges rausholen mit dem guten Hank Pym. Das ist so eine Kombination, die man mit ihm da benutzt. Ne, jetzt hat er leider alles auf Cooldown, jetzt müssen wir eben nochmal ein bisschen aufladen. Zukünftig wird er, wenn er Größen wechselt, auch ein bisschen was aufladen dabei. Wir greifen an mit provozierender Angriff auf B. Und Spidey macht mit, das finde ich ja super klasse. Und er kann es auch gleich mal nutzen, um B wegzuprügeln. Hat leider nicht gereicht, die Gegner sind stärker als erwartet. Machen Bonusschaden, aber was soll's. Wir schießen gleich mal hier drauf auf B. Sehr schön. Cap kriegt's wieder ab, aber dafür ist er ja da. Und jetzt machen wir mal Kriegsgericht. Aus dem Gleichgewicht harte Schläge. Spidey macht mit. Grandios. Das war der Sieg für uns. Und ihr seht, ich mag diesen Cap wirklich sehr gerne hier. Der ist so schön offensiv.
She-Hulk ist Stufe 16. Nur weil ich sie jetzt im PvE nicht ganz so oft benutze, heißt es ja nicht, dass ich sie niemals mehr benutzen werde. Es ist gut möglich, dass ich vielleicht irgendwann mal ein PvP-Team um sie herum baue. Das kann gut sein. So, die Echse ist der Boss, um den wir uns hier kümmern werden als nächstes. Deswegen starten wir mal hier rein. Wir müssen einen Moon Knight mitnehmen. Wir nehmen nicht unseren eigenen mit, wir nehmen den von Commander Jarvis mit. Einfach damit ihr mal das Grundprinzip von Moon Knight versteht. Ich weiß, ich habe ihn schon mal gezeigt, aber ich mache es jetzt gerne noch einmal. Und zukünftig werden wir dann eben ab der nächsten Episode nehmen wir unseren eigenen Moon Knight mit. So, also, wen nehmen wir mit? Hank Pym kann mit dabei bleiben, Spidey kann mit dabei bleiben. Ich würde fast sagen, wir tauschen sogar hier einfach mal Spider-Woman mit ein. Einfach, weil es lustig ist. Und dann starten wir. Denn hier gibt es nur Aufmischer. Und Moonlight ist sehr effektiv gegen Aufmischer. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich zukünftig oder warum ich überlegt habe, unseren Luke Cage gegen Moonlight zu ersetzen. Weil Luke Cage nicht wirklich gut darin ist, Aufmischer zu vermöbeln. Aber Moonlight kann das extrem gut. Wobei, ich habe Luke Cages 3-Sterne-Fähigkeit noch nicht. Die könnte das auch regeln. So, wir greifen an. Wir greifen nicht an. Wir machen erst einmal Zuversichtspheromone auf uns alle. Und dann machen wir mal Steckstrahl auf irgendeinen, ich würde mal sagen auf B, wenn ich bezweifle, dass wir... Oh, sehr schön. Dafür sind sie gleich neidisch. So, ihr seht es, wann immer, was auch immer Moonlight für einen Aspekt hat, kriegt der Boni. In dem Fall möchte ich aber das Moonlight Tank, darum greife ich trotzdem mit Nahkampf an. Jetzt ist er nämlich in Tank-Modus, das ist ziemlich gut. So, komm, wir machen mal... Überladung. Und dann machen wir Venomstrahl. Gegner ist verwundet. Und dann können wir nichts mehr machen. Das ist doof. Normalerweise hätten wir jetzt, weil wir nämlich die Größe geändert haben mit Überladung auf groß, wären wir jetzt, hätten wir jetzt, glaube ich, 20 Stärke dazu bekommen, 20 Macht. Und dann könnten wir nochmal Stechstrahl einsetzen. Jetzt hängt es leider daran, an der fehlenden Macht. An 5 Macht hängt es sogar, dass wir es nicht einsetzen können. Also noch kann man keine guten Kombos mit ihm machen, aber sobald er Level 20 ist, spielt er sich viel flüssiger, der gute Hank. Und jetzt sind wir wegbereiter Aspekt. Das bedeutet, wenn wir einen Nahkampfangriff machen, kriegen wir danach einen Bonusangriff. Ihr seht es hier. Und seine Passive ist ab Level 20, Bonusangriffe machen 25% mehr Schaden. So, Hank Pym ist dran. Er ist groß, er ist zuversichtlich. Das macht vollen Schaden auf A. Wir sorgen natürlich dafür, dass unsere Lebenspunkte weiterhin hoch bleiben. Und außerdem machen wir bei dem nächsten Angriff von Moonlight um 40% stärker. Auch er darf mal zuversichtlich sein zwischendurch. Wegbreiter Aspekt wieder, das heißt, wir greifen an mit Ritterklapp und machen noch einen kostenlosen Angriff hinterher. Hank Pym ist dran und er macht Nein, wisst ihr was? Erst einmal inspirieren. Für volle Macht. Und dann sagen wir mal, weiterhin zuversichtlich bleiben. Das ist der Trick. Also, erholen. Und dann greifen wir an mit Stechstrahl. Und da ist die Echse. Störenfriede. Ja, das hatten wir alles schon mal, zu schade. Bla, bla, bla. So, leider müssen wir ihn stoppen. Und mit leider meine ich, ich mache das lieb gerne. Erst einmal machen wir uns, laden unsere Macht auf komplett. So, dann greifen wir mit Moonlight an im wegbreiter Aspekt, denn er ist schwach dafür. Klassenvorteil Nummer 1 und ein normaler Angriff. Nicht gut getroffen, aber ist auch egal. Und dann sorgen wir mal mit Angstpheromon dafür, dass er sich ein bisschen fürchtet. Eingeschüchtert. So, wir sind wieder dran. Wir machen Überladung auf uns selbst. Und auf diese Weise haut unser nächster Angriff richtig rein. Und das möchten wir auch. Unser Angriff ist jetzt schnell. Wir greifen an. Nee, ist langsam, aber dafür macht er großen Schaden. Mit Stechstrahl. Oh, sehr schön. Und das habe ich gemeint. Das war der Schaden, von dem ich gesprochen habe. So, wir haben Verteidiger-Aspekt. Das heißt, wir kontern den nächsten Angriff. Und wir greifen an mit Ritterklapp. Und dann sorgen wir dafür, dass Hank Pym zuversichtlich ist wieder. Unser nächster Angriff macht viel Schaden, aber der wird auf sich warten lassen. Ja, hier, mach mal deine Reflexe und so Kram. Wir zaubern mal Venomstrahl. Denn dadurch ist er verwundet. Auch wenn er kontert. Oh, sogar sehr, sehr stark kontert.
Jetzt aber, jetzt werden wir schlau Einfall machen und ihn zerquetschen. Bam! Sehr schön. Und damit haben wir die Echse auf schwer besiegt. Ein paar Energiezellen, das ist super klasse. Natürlich laden wir Commander Jarvis wieder gerne als Verbündeten ein. Das er aber auch nie annimmt. Dieser arrogante Schnösel. So, mal schauen, was wir kriegen. Ich hoffe ja auf ein mächtiges von denen hier. Natürlich kriegen wir so eins, aber das ist auch okay. Die Echse erledigt, bla bla bla. Wie gesagt, guckt euch die Folgen auf normal an, dann wisst ihr, was da geredet wurde. Jetzt fehlt nur noch dieser Kampf hier. Kampfstufe 20 wird dort gefordert. Und deswegen bringen wir unsere Charaktere auf 20. Das machen wir sogar in dieser Episode. Oder wisst ihr was, wir machen das in der nächsten Episode. Zuerst einmal werde ich hier ein kleines bisschen, so, ne, wisst ihr schon, ein paar Isos benutzen. Ein paar Energiezellen, so rum. Und Isos bekommen. Nämlich so eins. Die kriegen tatsächlich immer noch diese kleineren. Ich meine, es sind zwar schon groß, aber ich möchte gerne die haben, die richtig großen. So, dann schauen wir mal, dass wir noch ein paar Fertigkeitspunkte bekommen. Mindestens 1900 brauche ich, um beide Fertigkeiten für Spidey zu lernen, die ich haben möchte. Und 1500 bräuchte ich für die 3-Sterne-Fähigkeit von Luke Cage. Ich bin mir noch nicht ganz einig, ob ich Luke Cage drin behalte oder nicht. Vermutlich werde ich ihn so lange drin behalten, bis ich einen Monat nachgezogen habe. Denn auch Luke Cage hat seine Stärken, definitiv. Oh, kombinierte Waffen, eine Fähigkeit für Iron Man. Das finde ich klasse. Für den 3-Sterne-Iron Man. So, das war's hier. Dann gehen wir mal auf Helden und gucken uns mal die 3-Sterne-Fähigkeit vom guten Iron Man an. Wo ist er denn? Fähigkeit. Okay, er kann nichts anderes anlegen. Dann gehe ich, obwohl, gucken wir nochmal ganz kurz nach. Ja, ist eigentlich egal hier. Ob ich das mache, das eine mache, das andere mache. Explosiv. Ja, komm. Obwohl, das ist ein Schildbrecher, ne? Dann legen wir einfach das an. So. Gut, also, wir werden in der nächsten Episode unsere Charaktere auf Level 20 bringen. Ihr seid dann live mit dabei und dann auch entsprechend ausrüsten. Und dann starten wir den ersten Kampf auf Stufe 20 mit Moon Knight im Gepäck. Also, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Ansonsten danke ich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.